So, 5 haben wir, 6 haben wir. Okay, okay, okay. Alles easy, alles easy. Da drüben brauchen wir wieder welche Hilfe. So. Sehr schön. Gut gekämpft, Meister. Haben wir noch Teekisten hier? Da haben wir noch welche. Was? Nimm die Kiste. Weg damit. So. Und weg damit. Geile Musik übrigens gerade. Okay, wir haben 10 Kisten. Geile Musik, aber hier ist ja gar nichts los. Ah, da kommen sie, da kommen sie. Okay, den schaffen wir, komm. Ja! Alter. Ich weiß zwar nicht, wo er gerade hingeflogen ist, ne, aber... Richtig mies. Okay, Paul Revere braucht Hilfe. Hat er kein Gewehr? Gucken wir mal, ob wir nochmal so ein Luftattentat hinbekommen. Scheiße. Ja, komm, das klappt. Ja! Und dann... Komm schon! Shit, haben wir nicht geschafft. Schade, ich will gerne noch das dritte Luftattentat hinkriegen. Boah, du bist ganz schön flink, du kleiner Penner. Hä? Alter! Weiß nicht, ob ich das schaffe. Nee, scheint schon mal nicht zu klappen. Verdammt, egal. Aua, der braucht gar keine Hilfe. Jeder da drüben braucht Hilfe, oder? Nee, alles easy. Gut. Also, ich glaube, das werden wir von hier hüpfen. Oh, wir haben einen ins Wasser geworfen. Hey, cool. Und da drüben ist wieder Action. Action, Action, Satisfaction. Ja! Geile Mucke, geile Mucke. Müssen wir gleich mal gucken, wie die heißt. Nein, Paul Revere ist gleich tot. Fick doch mal. Boah, jetzt ist es doch ganz schön happig gerade. Aber William Molly, den lass ich jetzt einfach mal easy going. Weil. Der schafft das schon. Der hat noch gutes Leben. Und wir haben es geschafft. Boah. Alter Schwede. William Johnson. Connor. Die letzte ist für dich. In euer Gesicht, ihr Schweine. Besser, wir verschwinden hier. Ist schade, dass da immer so zwischendurch mal so ein paar Tonaussetzer sind, habe ich das Gefühl, ne? Zum Beispiel eben fehlte das Gejubel von den Bewohnern und sowas, das fehlte hier gerade komplett. Ist immer ein bisschen schade, weil das gerade so eine epische Szenerie war. Aber naja, gut. Die PC-Portierung von Assassin's Creed 3 ist jetzt nicht die beste. Muss man ganz klar sagen, hier und da sind da echt viele Clipping-Fehler noch und sowas. Aber naja, mein Gott. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Kann man schauen, wo die Almanach-Seite hinfliegt? Hä? Seite? Almanach?
anderer Seite, wo bist du? Oh, ganz da oben, die kriegen wir nicht mehr. Schade. Na egal. Oh, jetzt kommt der behinderte Kind wieder. Kann ich dich nicht ins Wasser werfen, du alte... Der Kackspasti, verpiss dich. Okay, mal gucken, ob wir die da oben vielleicht kriegen. Die, ja, das ist so ein... Boah, Abtreibung, ne? Die einzigste Lösung. Abtreibung, jetzt auch in ihrer Nähe. Okay, komm schon, die Almanach-Seite kriegen wir aber diesmal. Wer hat doch gelacht? Ja! Hallo, hallo Freunde, ich bin echt willkommen bei euch, ich weiß, aber ich muss echt gehen gerade. Gut, okay. Schauen wir mal gerade, was wir als nächstes machen. Mal vielleicht gleich mal weiter mit der Hauptmission. Was würde der denn dazu sagen? Dazu müssen wir aber wieder ins Grenzland zurück, okay. Okay, dann machen wir das einfach mal. Komm. Wir haben jetzt lang genug Klunker und sowas gesammelt und schätze, jetzt machen wir die Hauptmission mal ein bisschen weiter. Und schauen aber mal, wo wir denn genau hinreisen sollen. Weiß ich gar nicht. Weiß ich nicht. Schauen wir mal, ne? Boah, lädt gerade ganz schön lange. Ich hoffe... Ah, gut, doch nicht. Bei der letzten Aufnahmesession ist das Spiel nämlich auch abgeschmiert am Ende dann. Da kam dann alles zusammen. Gut, dann geht's noch zur Davenport-Siedlung. Da hätten sie auch mal gleich uns hinschicken können. Tolle Wurst. So. Jetzt reisen wir in die Davenport-Siedlung. Und da geht's dann endlich weiter mit der Hauptmission. Ich bin mal gespannt, was wir jetzt machen müssen. Ob wir uns so langsam rüsten gegen oder für das Attentat auf William Johnson. Würde mich ja drüber freuen. Dann wäre der erste schon mal weg. Hui! Das würde mich freuen, aber. So. Wo ist denn das Ding überhaupt, die Hauptmission? Wahrscheinlich im Herrenhaus, ne? Können wir da einfach hinreisen? Ach, guck mal, da können wir tatsächlich hinreisen. Geil. So ein bisschen Wege sparen ist ja gar nicht mal so schlecht. Ne? Kann man mal machen. So. Ah, wir müssen jetzt, glaube ich, mit dem Schiff losbrettern. Kann das sein? Ich meine da ja irgendwas gerade noch gehört zu haben. Das hatten die ja erklärt gehabt. Wir versenken den Tee und dann brettern wir mit dem Schiff los. Und tun auch irgendwelche Dinge. Nein, ich springe da hinten runter. Daher drüben springe ich nicht mehr runter. Ich blamier mich nicht immer. Kannst du vergessen. In den Sternenhimmel. Und in die braue Suppe. Nein, Alter, das gibt's nicht. Nein. Jetzt ist die Scheißmission da oben. Oh Mann. Ich habe das Gefühl, ich bin in letzter Zeit noch verpeilter als sonst. Woran das wohl liegen mag. So. Hinter dem Häuschen ist die nächste Mission also. Na, wer kommt denn auf so eine Schnapsidee? Ach, natürlich. Walter Junior. Nein, natürlich Achilles. Und der hat die nächste Mission für uns. Und die hören wir uns jetzt mal an. Boah, geil. Richtig geil. Es ist getan. Johnson ist tot? Nein. Er verschwand, als der Tee vernichtet war. Nur um neue Pläne zu schmieden, ganz sicher. Du hättest ihn töten sollen. Das war nicht nötig. Die Zeit wird zeigen, ob du recht hast. Sechs Monate später. Kanindoko, was machst du hier? Ist etwas geschehen? William Johnson kam zurück, mit genug Geld, um unser Land zu kaufen. Er trifft sich gerade mit den Ältesten. Ich flehte sie an, abzulehnen. Doch ich fürchte, er wird Erfolg haben, wenn du nicht einschreitest. Ist das möglich? Der Tee wurde vernichtet. Die Templer waren schon immer so erfinderisch. Du hättest auf mich hören sollen. Bitte, du musst ihn aufhalten. Das werde ich. Weißt du, wo sie sich treffen? Oh, 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 oh. Der William Johnson ist dabei, einen großen, großen Fehler zu machen, der ihm wahrscheinlich sein Leben kosten wird. Aber da hat er ja scheinbar keinen Bock mehr drauf. Von daher können wir ihn ja ruhig umbringen, oder? Können wir mal machen. Können wir mal machen. Oh, jetzt bin ich in so einer
Überkarte gerade gewesen. Was war das denn gerade? Ich will doch hier hin. Sogar mit Schnellreise. Na, da freue ich mich aber. Machen nur noch Schnellreisen im Moment. So. Und dann ab. Das finde ich ein bisschen blöd. Jetzt müssen wir nämlich gleich wieder in den Ladebildschirm gehen. Und ich bin ja sowieso schon schnell gereist zum Grenzland. Wieso sind wir nicht gleich im Grenzland? Hm. Irgendwie ein Mysterium. So, da kommt mein Pferd. Wuff, wuff. Was? Sollen wir machen Pferde? Wuff, wuff. Keine Ahnung. In meiner Welt schon. So, wir reiten in die Prärie. Und schauen mal gerade, wo ist denn die Hauptmission? Ach, hier unten gleich. Gucke mal. Da brauchen wir dich ja gar nicht. Tschüss, mach's gut. Alter Zossen. So, wir hoppeln. Wir hoppeln mal gerade den Berg hier runter. So, und da vorne wartet dann wahrscheinlich schon unser Stammesbruder auf uns. Genau so ist es. Und der wird uns jetzt weitere Details verraten. Zur Mission Verhandlungen mit dem Feind. Den Versammlungssaal auf der Spitze der Klippe erreichen und wir müssen auch Johnson unbemerkt erreichen. Und das wird, glaube ich, nicht so einfach werden. Wie man sich das, ja, vielleicht vorstellt, wie ihr vielleicht gerade schon gesehen habt, ist nicht einfach. Aber ich glaube, es ist dennoch einfacher. Wenn wir irgendwie versuchen, über den Fluss dorthin zu kommen. Ich glaube nicht, dass wir dort oben größere oder bessere Chancen haben, zumal wir doch, glaube ich, gar nicht so easy hinkommen. Aber wir haben hier das Schilf, wo wir uns verstecken können. Wir können untertauchen. Und dann sehen die uns ja eigentlich auch nicht. So. Zack. Das war Nummer 1. Okay, jetzt müssen wir mal gucken. Ne, da hoch ist nicht, glaube ich. Da hoch ist, glaube ich, nicht schlau. Wir müssen jetzt mal warten, bis der Typ sich gleich wieder umdreht da hinten. Oder kommt er hierher? Okay. Boah, das war knapp. Ich hätte nicht gedacht, dass der zu uns kommt. Ich dachte, der würde da stehen bleiben. Okay, wir machen kurzen Prozess. Auch mit dir, mein Freund. Okay. Puh. Boah, das war knapp. Richtig knapp. Hier gerade mal ein bisschen im Gras verstecken. Jetzt müssen wir erstmal schauen. Okay, wir haben noch ein ganzes Stückchen vor uns. Und da vorne sind auch wieder Feinde. Haben wir irgendwann die Möglichkeit, uns zu verstecken? Moment mal! Okay, Johnson unbemerkt erreichen haben wir jetzt schon mal nicht mehr. Scheiß drauf, dann killen wir dich jetzt einfach. Miese Schwein. So. Meine Fresse, immer dieses Rumgepimmel. Oh, da kommt einer. Warte mal. Hey, Überraschung! Ja, ich sag ja, das mit dem unbemerkt bleiben, das funktioniert eigentlich immer. Hier soll doch auch irgendwo einer sein. Wieso ist denn da gar kein Feind? What the hell? Du willst Land, keine Ahnung. Das ist Land. Land, das nicht dir gehört oder sonst jemand. Wir euch betrügen und machen oder schlimmer noch. Sich das Land nicht gefallen. Jetzt müssen wir mal gucken. Gehen wir da hinten lang, glaube ich. Ja. Ich glaube, hier ist es richtig. Moin! Boah, zum Glück überhaupt nicht brutal, so ein Tomahawk, so eine Axt einfach ins Genick geschlagen kriegen. Richtig mies. Töte ihn doch! Los mit dir!
Also. William Johnson, wir sind da. So, und ich glaube, wir treten William Johnson jetzt so nah gegenüber, wie bisher noch keinem Friede. In Assassin's Creed War ich 3. nicht immer euer Fürsprecher? Habe ich nicht immer versucht, euch zu beschützen? Wenn du uns schützen willst, dann gib uns Waffen, Musketen und Pferde, um uns selbst zu verteidigen. Krieg ist keine Lösung. Was ist mit Fort Stanwakes? Was mit den Grenzverschiebungen? Sogar heute graben deine Leute das Land um, ohne Respekt für die, die darauf leben. Deine Worte sind süß, aber falsch. Wir kamen nicht, um zu verhandeln, zu feilschen. Wir kamen, um dich und euch des Landes zu verweisen. So sei es. Ich bot euch einen Olivenzweig, doch ihr schlugt ihn mir aus der Hand. Vielleicht hört ihr doch lieber auf das Schwert. Willst du uns drohen? Ja. Und deshalb wirst du sterben, lieber William Johnson. Versuch mal gerade aufs Haus hochzukommen. Ich hoffe, die schießen jetzt nicht gleich los. Und dann holen wir uns William Johnson. Und zwar so. Ruhe in Frieden. Oh nein, mieses Schwein. Was hast du getan? Deine Intrigen durchkreuzt. Du wolltest dieses Land für die Templer gewinnen. Ei, um es zu beschützen. Glaubst du, der gute König George liegt des Nachts wach aus Sorge um das Wohl seiner eingeborenen Untertanen? Oder dass die Stadtbewohner sich einen Dreck um sie scheren? Ach, sicher. Die Kolonisten treiben gerne Handel, wenn sie Nahrung oder Obdach brauchen. Oder wenn sie ihr Heer vergrößern wollen. Aber wenn die Mauern der Städte wachsen, wenn neues Ackerland gebraucht wird, wenn es keinen Feind mehr gibt, werden wir sehen, wie sie wirklich sind. Die Kolonisten streiten nicht mit den Irokesen. Noch nicht. Aber sie werden. Das ist der Lauf der Welt. Sie werden sich abwenden. Ich hätte sie stoppen können. Ich hätte euch alle retten können. Du sprichst von Rettung und doch hast du sie ermordet. Ei, weil sie nicht auf mich hören wollten. Und es scheint, du willst es auch nicht. Ruhe in Frieden. Genau so ist es. So, ich glaube, unsere Arbeit hier ist noch nicht getan. Ne? Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen kämpfen. Oh ja. In Zeitlupe. Mir fehlt gerade mein Hut. Ah, danke. Boah, scheiße. Alter, jetzt ist auch mal gut. Es ist gut jetzt. So. Krassesten hier, diese. Boah, schön. Schön. Sehr geil. Fuck. Ah, scheiße. Na, komm schon. Ja, das gibt's doch nicht. Komm, hau drauf. Dann hau ich dich. Was? Boah, Alter. Dieser fetten Wichser, der regt mich voll auf. Ne? Vor allem, dass man sich auch nicht heilen kann. Das ist doch scheiße. Ah, fuck. Na komm schon. Das dauert nicht. Na natürlich, die können das, ne? Die können das easy, diese kleinen hässlichen Wichser.
Alter. Ich mal erstmal die hier. Ja, natürlich. Ey, das gibt's nicht. Dass die so imbar sind, das kann doch nicht wahr sein. Ich geh mal gerade ein bisschen aus der Schussbahn. Können wir uns denn gar nicht heilen? Das ist doch behindert. Geil. Ja, schießt ihr mal, schießt ihr mal. Macht ihr mal. Ich gehe wieder hier hoch. Nein. Boah. Alter Schwede. Wir sollten auf jeden Fall versuchen, so einen Dicken wieder mit einem Attentat wegzukriegen. Ich weiß nur gerade noch nicht. Da. Down. Ach, scheiße. Doch. Ja. Hallo, ich bin hier drüben. Ja, na also. Boah. Unfassbar, wie konzentriert ich bei solchen Kämpfen immer bin und es trotzdem immer verkacke, ey. Das ist eigentlich schon ein bisschen peinlich. Boah, wir haben es geschafft. Liegt William Johnson eigentlich noch hier? Können die plündern? Oh, das ist gar nicht William Johnson. Ja, das ist nur einer von den Eingeborenen. Die haben auch nur 4 und Holzkohle dabei. Sehr geil. Okay. Gut, ich denke mal, wir sollen das Gebiet jetzt noch verlassen. Schätze ich jetzt einfach mal. Nach dem Massaker, das wir hier angerichtet haben. Wir hätten auch einfach wegrennen können. Wieso bin ich nicht einfach weggerannt? Ich kann das doch so gut. Ich hoffe jetzt einfach mal und bete zu Gott, dass dort unten ein Kopfsprung auf uns wartet. Boah, ja. So, die sehen uns nicht mehr und damit haben wir die Mission erfolgreich beendet. Verhandlung mit dem Feind. Boah, das Attentat haben wir ganz gut hinbekommen. Ne, das war eigentlich relativ souverän, aber danach irgendwie... Ja, keine Ahnung. Danach war dann irgendwie nicht mehr so toll. Aber wir haben Sequenz 6 beendet. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Jetzt schätze ich einfach mal, dass wir zurück in die Haut von Desmond Miles kommen. Und mit ihm auch der Templerplan, das Land meines Volkes zu stehlen. Doch mit dem Ende dieser Gefahr deckte ich eine neue auf. Er trug einen Brief bei sich, adressiert an John Pitcairn, mit dem Befehl, die Waffen und Vorräte der Patrioten zu vernichten. Sollte er erfolgreich sein, werden die Kolonisten ihren Widerstand aufgeben müssen und die Templer erlangen die Kontrolle. Solange Pitcairn lebt, besteht diese Gefahr. Ich muss ihn finden. Er muss sterben. Ich dachte, das bringt mir Klarheit oder das Gefühl, etwas vollbracht zu haben, doch ich verspüre nur Reue. Halt dich daran fest. Solche Opfer dürfen dir niemals leicht fallen. Ich musste es tun. Nicht nur für mein Volk, auch für alle anderen, denen Johnson Leid zugefügt hätte. Es ist ein Anfang. Doch um ganz frei vom Templer-Einfluss zu sein, wirst du dich um sie alle kümmern müssen. Auch um deinen Vater. Ich weiß. Das sagst du so. Aber glaubst du auch daran? Wir bekommen Gesellschaft. Das ist es. Eine Bitte um Hilfe von Paul Revere. Die Rotröcke scheinen was zu planen in Boston. Du hast die Söhne der Freiheit wohl sehr beeindruckt. Sie halten mich irrtümlich für einen von ihnen. Bitte sag Mr. Revere, dass es mir sehr leid tut. Ich aber zurzeit nicht helfen kann. Du solltest das überdenken. John Pitcairns Name wird auch erwähnt. Wo soll ich denn hin? Das Haus von Mr. Revere in Boston. Wenn ihr wollt, so... Dort werden wir uns dann in Bälde hinbegeben, aber nicht mehr in dieser Aufnahmesession.
Wir befinden uns jetzt im Jahr 1775. William Johnson ist seit 2 Jahren tot, aber es wartet schon die nächste Gefahr auf unseren guten Connor und auf die Menschen, die hier so rund um die Davenport-Siedlung und rund ums Grenzland beheimatet sind. Und in der nächsten Folge wollen wir uns dann mal der Hauptmission wieder widmen oder vielleicht auch ein paar Nebenmissionen, wollen wir doch mal schauen. Ich bedanke mich auf jeden Fall jetzt schon mal fürs Zuschauen, obwohl wir uns gleich noch im Endscreen hören, und von daher sage ich einfach Tschüss und noch einen schönen Tag. Bis dahin, tschüss! In einer Folge mit super mega Überlänge, rund 26 Minuten, fast 27 Minuten ging diese Folge, aber sie hatte es auch monstermäßig in sich. Denn wir haben William Johnson getötet, wir haben mal das Attentat auf ihn vorbereitet, gerade als er unsere Mannen, unsere Leute vom Stamm der Canyon Keaka so richtig ausschalten wollte, wollte ihnen das Land rauben. In diesem Moment ist Connor vom Dach gesprungen gekommen und hat sich den alten Drecksack gepackt und hat ihm das gegeben, was er verdient hat. Einen qualvollen, aber doch einigermaßen schnellen Tod. Und ja, in der nächsten Folge würde ich mal sagen, starten wir dann in die nächste Sequenz, in Sequenz 7. Und dann wollen wir noch mal schauen, wer dann unsere Gefahr ist. Bis dahin.